Karnevalsplauderei bei Report K. Wir haben heute einen Solosänger bei uns, der nennt sich Nespetzbof, Hans-Willi Mölders, ist seit 40 Jahren auf der Bühne und sagt von sich selbst, dass er Mundartsänger ist. Das ist jetzt so ein Begriff aus den, nicht falsch verstehen, 70er Jahren, das letzten Jahrtausend sozusagen. Was muss ich mir unter Mundartsänger vorstellen? Eine schöne Brücke ist ganz einfach die Situation, dass egal wo du Musik machst, wirst du immer als Karnevalssänger betitelt. Und dann sage ich den Leuten immer, stell dir mal vor, du bist in Bayern und da wird Volksmusik gespielt und nur weil er auf seiner Mundartsprache singt, wäre er Karnevalsmusiker. Ich wünsche, du bist sehr schnell und kannst sehr schnell laufen gehen. Deswegen sage ich, ich bin kein Karnevalsmusiker, ich mache auch im Karneval Musik, bin aber Mundartsänger. Ich singe in unserer rheinischen Mundart. Solosänger habe ich gerade schon gesagt. Es gab eine Karriere vor dem Solosänger sozusagen mit ganz vielen Bands. Ich lese sie jetzt mal vor, damit ich keinen vergesse. De Fetze, Jod dabei, Zappalot und auch mit Marita Kölner, Fussig Julchen, Duette. Vermisst man das, wenn man dann plötzlich so ganz alleine und verlassen auf so einer großen Bühne steht? Definitiv eins ist ein Riesenunterschied, weil du hast mit einer Liveband natürlich viel mehr Möglichkeiten, mit dem Publikum zu arbeiten. Wenn dir die Resonanz nicht gefällt, kannst du bei so einem Titel schon mal abbrechen. Sagst, liebe Leute, in Düsseldorf wäre das okay, aber wir sind hier zum Beispiel in Köln. Da müsste das eigentlich anders klingen. Das kannst du natürlich nicht, wenn du wie heute mit Playbacks arbeitest. Da ist natürlich die Problematik, dieses Ding läuft durch. Da kannst du halt vorher was machen, da kannst du nachher was machen, aber nicht während dem Titel. Und ich darf auch sagen, als ich dann 2011 wieder angefangen habe, als Solist auf die Bühne zu gehen, war es natürlich so, ich brauchte bestimmt 20 Auftritte, bis ich mich daran gewöhnt hatte, dass da ein Playback läuft, das man nicht unterbrechen kann. Aber heute ist es eigentlich gang und gäbe, also heute macht es mir eigentlich nichts mehr aus, heute passt's. Heute ist auch ein schönes Stichwort, nämlich wir sind noch im Oktober und im Oktober gab es auch einen besonderen Moment für Hans-Willi Mölders, für den Spitzbof. Es gibt nämlich eine neue CD, die heißt Wie und ist, glaube ich, auch vorgestellt worden, war, glaube ich, schon gleich von Anfang an ein guter Erfolg. Das stimmt. Die CD heißt Minge Möb, für die nicht ganz kölsch versierten, Mein kleiner Hund. Ich habe es auch mitgebracht. Ja, ne? Ja, wir haben sie sogar da. Ich halte die mal in die Kamera. Wir müssen genau so. Wir versuchen jetzt mal da rein zu zoomen, nachdem wir erstmal komplett rausgezoomt sind und das komplette Studio gezeigt haben. Das ist auch wichtig. Die Leute sollen ja wissen, wo wir sind. Ne? Genau. So, Minge Möb. So sieht er aus. Ist das auch Ihr Hund? Nee, der ist geliehen. Ich habe zwar auch einen. Ein Leihhund. Ja, das ist mein Leihhund. Definitiv. Ich habe zwar auch einen Bolonka Zwettner, so wie dieser süße kleine Hund auch. Aber der ist bei seiner Frau oder bei seinem Frauchen geblieben, damals in Bielefeld. Und deswegen brauchte ich auf die Schnelle einen vor Ort. Und deswegen haben wir uns einen ausgeliehen. Jetzt schon wieder so ein bisschen am Springen. Mingeleimöp sozusagen, aber ja, genau, alles, genau. Alles gut, alles gut. Er könnte mal so ein Nachfolgealbum oder einen Nachfolgetitel nochmal machen. Aber das Spezielle, was mir aufgefallen ist an dem Album, ist, das ist mit Crowdfunding entstanden und auch sogar relativ schnell. Warum Crowdfunding? Und waren Sie oder warst du selbst überrascht davon, dass das so schnell ging? Ja und nein. Crowdfunding, ich bin mittelloser Musiker. Ich habe eine Karriere vor meiner Karriere gehabt, die mich dazu gezwungen hat, mir Wege zu überlegen, wie man sowas finanzieren kann. Dieses Crowdfunding hatte sich schon angeboten, als ich damals mein Album gemacht habe, machte Musik bei uns an. Und ich habe inzwischen eine, wie sagt man so schön neudeutsch, eine Fanbase. Klingt gut, oder? Ja, ist cool. Finde ich auch. Die wirklich stark hinter mir steht. Und es war wirklich ein leichtes zu sagen, liebe Leute, pass mal auf, wir machen eine CD. Die wird sehr aufwendig produziert. Das würde meinen finanziellen Rahmen im Moment sprengen. Wenn ihr mich dabei aber unterstützt, haben wir diese CD relativ schnell finanziert. Und wir können im Studio weiterarbeiten. Wir können die Sachen ins Presswerk geben. Und wie gesagt, es waren ja wenige Wochen, dass die Gelder zusammenkamen, dass die Leute ihre CD bestellten und das Geld direkt überwiesen haben aufs Konto. Das war natürlich toll, da konnte ich 1:1 direkt meine Rechnungen bezahlen, das war natürlich schön. Und die Leute hatten dann noch so ein kleines Highlight, dass wir gesagt haben, wenn wir die VÖ machen, die Veröffentlichung der CD, sind die ersten 100 Besteller dazu eingeladen und hatten dann die Möglichkeit, sich von mir und natürlich von den Mitautoren an dieser CD, sich direkt eine Unterschrift auf ihre persönliche CD geben zu lassen. Ne?
Das war in Balthasar, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Irgendwie Anfang Oktober muss das gewesen sein, so rund um den, genau, so, ich hätte jetzt 6. gesagt, weil da habe ich den Artikel zugelesen und der war wahrscheinlich einen Tag später. Aber was mich auch fasziniert hat, war, Sie schreiben ab und zu auf Ihre Facebook-Seite, glaube ich, auch, wo man die CD bekommt, ne? Ja, war ganz einfach so, dass sind einige natürlich sehr hungrig gewesen, die nicht unter den ersten 100 waren, aber bevor wir die veröffentlicht haben, wollten die unbedingt ihre CD schon haben. Und da gibt es natürlich Lokalitäten, bei denen ich sehr häufig war, die gesagt haben, bring mir das Ding vorbei, die machen mich schon bekloppt. Das haben wir gemacht und dann habe ich natürlich auch, liebe Freunde, da ich eine Zeit lang für die Firma W gearbeitet habe, für den Wolfgang Löhr, da bestanden Beziehungen zu einigen Großhändlern, die wir dann angeschrieben haben und sagen, liebe Leute, bitte so und so, wir wollen zwar erst ab dem 8.10. die CD offiziell in den Handel bringen, aber ich habe ein paar Verrückte, können wir nicht vorab schon ein paar CDs bei euch ausstellen? Das haben wir auch gemacht und ist auch sehr gut angekommen. Neben dem Hundelied, das da wahrscheinlich auch drauf ist, ja, gehe ich mal von aus, von dem Leihhund. Entschuldigung, Leihhund ist genau, irgendwie genau. Rent a Dog, also alles wunderbar. Genau. Dog to go, man könnte jetzt da hunderte von Sachen, aber was ist da noch auf der CD? Welche Titel, wie groß ist das Repertoire auch von Ne Spitzbuf? Ja, fangen wir bei der CD an. Die CD hat 6 Titel. Das erste Mal, glaube ich, dass ich eine CD veröffentliche, wo ich nur geringfügig als Autor daran beteiligt bin. Der Möb ist ein Titel, der ist über 40 Jahre alt, okay, und ist in einer Kombination mit dem Oliver Hoff entstanden. Mhm. Oliver Hoff, den man noch von den drei Colonias kennt, mhm, der dort den Willy Milovic immer so hervorragend parodiert hat. Und ich, wir haben einige Auftritte gemeinsam gemacht und da habe ich seine Playback-Liste mal durchgeguckt, fand dann einen Titel, Minge Möb. Und als ich seine Playbacks bearbeiten durfte, habe ich mir den Titel angehört und dann habe ich den Olli anschließend gefragt, hör mal, was hast du dir bei diesem Titel gedacht? Irgendwie muss das am frühen Morgen nach einem sehr langen Auftrittstag gewesen sein oder nach einem längeren Kneipenbesuch. Nee, er sagte, das ist schon okay. Und das Verrückte war, dieser Titel hatte sich bei mir so eingebrannt, dass ich dann am nächsten Tag gesagt habe, du, ich finde den gut, kann ich den nochmal machen? So haben wir das Ding gemacht und die Säle geben mir recht, auch wenn er schon ein paar Tage alt ist. Der ist so verrückt, dass er trotzdem im Kopf bleibt. Die zwei weiteren Nummern sind in einer Kooperation mit Micky Brühl entstanden, dem wir beide haben miteinander geschrieben. Und ich sagte, du, ich könnte für meine neue CD noch gut einen Titel gebrauchen. Und er sagte, du, ich habe zwei Nummern hier, die ich mit einer ähnlichen Thematik für uns schon bearbeitet habe, für die Micky Brühl Band. Und hörte die mal an, ob die gefallen. Ja, und die waren beide für mich wunderschön. Und ich habe, glaube ich, das erste Mal jetzt wieder nach diesem Titel, den wir damals mit Zappalot hatten, dieses Sag, wir würden mit uns zwei, mit närrischer Hitparade, Köln Arena und, jetzt wieder einen wirklichen Hit dabei. Das Ding heißt Et jöf keine Grund, hier jemals fortzujon. Eine wunderschöne Nummer. Dann durfte ich mir bei den Kollegen von den Rheinrebellen, die es schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gibt, zwei Titel ausleihen, die mir meine, wenn man das so sagen darf, ohne dass überheblich klingt, meine Fans mir zugeschustert haben, weil sie gesagt haben, du, das sind zwei wunderschöne Titel, es wäre sehr schön, wenn du die nochmal singen würdest, weil es sonst keiner tut. Und die Jungs waren so erfolgreich, dass selbst die Kollegen von den Klüngelköpp sich schon mal dort bedient haben. Und vielleicht was ganz Trauriges nebenbei, einer der Autoren, der liebe Rolf Janowski, der ist letzte Woche Sonntag verstorben, mhm, und insofern ist es mir eine besondere Ehre, seine Titel, jetzt kriege ich gerade ein bisschen Gänsehaut, seine Titel doch weiterzutragen, ja, das ist sehr, sehr schön. Der letzte Titel, und dann sind wir eigentlich schon durch, ist im Original von Club 3. Mhm. Club 3 ist bekannt durch den Herrn Fischer, nein, Silbereisen. Genau, und dieses Lied, Das Leben tanzt Sirtaki, da habe ich mal einen kölschen Text zugeschrieben und ja, ist halt ein Ding, was im letzten Jahr in der Session super gut gelaufen ist und viele Leute haben danach gefragt, also ist er mit auf die CD gekommen, jetzt haben wir keine Maxi-Single, jetzt haben wir eine EP.
Wunderbar. Ist auch ein schöner Übergang, das Leben tanzt der Taki mit einem. Jedem Neuanfang, sagt man so schön, wohnt ein Zauber inne. Neuanfang ist so ein Thema, das gehört zu Hans-Willy Möllers Geschichte dazu. Ich glaube, 96 kam es zum ersten Mal, dann so 2006, 2012 gab es den Neuanfang als Solokünstler. 2018, also ganz aktuell sozusagen nach der Session, haben Sie eine sehr erfolgreiche Kooperation mit dem Frechdachs, mit dem Timo Schwarzendahl, aufgeben müssen. Ich nenne das wirklich so, aufgeben müssen, so habe ich es auch gelesen. Was passiert mit einem, wenn man immer wieder neu anfängt? Macht das einem auch Mut oder kann man auch Menschen, die womöglich vor einer schwierigen Situation stehen, auch sagen, es geht immer weiter, es gibt immer wieder neue Lösungen im Leben? Es gibt so viele Floskeln, so nach dem Motto, wenn eine Tür sich schließt, geht eine andere auf. Man sagt mir nach, so möchte ich es gerne formulieren, ich wäre ein Macher, jemand, der aufbauen kann. Ob das damals bei den Bands war oder jetzt als Solist, mir macht das Spaß. Das sind immer wieder Neuerungen, du musst dich immer wieder auf neue Dinge einstellen. Vielleicht vergleichbar mit einem Abend auf der Bühne, wenn du 5, 6, 7 Auftritte hast. Du kommst jedes Mal in einen neuen Saal und es ist immer wieder eine Herausforderung, dir dein Publikum zu erarbeiten. Und so ähnlich ist es in meinem Leben auch verlaufen. Ich habe viele Neustarts machen dürfen, machen müssen, viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und ich denke mal, letztlich auch vielleicht eine Floskel, unsere Erfahrungen sind das, was uns heute darstellt oder was wir heute sind. Und insofern, ich denke, einige Erfahrungen hätte ich mir ersparen können. Das wäre etwas leichter. Wahrscheinlich jeder im Leben. Das wäre wahrscheinlich etwas leichter gewesen. Aber wenn ich jetzt so einen Rückblick mache, viele Dinge habe ich richtig gemacht, einige Dinge habe ich verkehrt gemacht und ich hoffe, dass auch in der Zukunft die positiven Dinge überwiegen werden. Das wäre auch für mich etwas stressfreier, definitiv. Wunderbar, jetzt waren Sie auch Grillkönig von Köln-Kalk. Das interessiert mich auch, ob man da besonders gut mit dem Senf umgehen können muss oder das ist so eine Sat.1-Geschichte gewesen, glaube ich, also auch im Fernsehen wieder dabei. Ja, ja, ja. Wie wird man Grillkönig von Köln-Kalk? Indem man vorher Leiter des Priesterseminars in Köln war oder ein Postbote, der überfallen wurde. Nein, ich habe eine liebe Freundin einmal zu einem Casting gebracht für die Firma, darf man das nennen, die Firma Filmpool hier in Köln, die Darsteller für diese Serien sucht und castet. Und ich wurde dann gefragt, sind Sie eigentlich schon gecastet worden? Ich sage, nein, ich bin nur der Fahrer. Ja, das geht aber nicht, das machen wir aber mal. So, und seit dieser Zeit habe ich inzwischen so 9, 10 verschiedene Charaktere auf dem Bildschirm mal darstellen dürfen. Und der letzte war halt der Grillkönig von Köln-Kalk. Das war eine sehr charmante Geschichte, die man ja im Fernsehen sehen konnte, dass ich auf dem Wege zu meinem Haus- und Hof-Metzger, um mir mein spezielles Fleisch für meinen Grillkönig-Titelverteidigung wiederzuholen, dort einen Unfall fabriziert habe. Und im Nachklang kam dann heraus, dass es daran liegt, dass also Fleisch so mein Hauptlebensmittel ist, nach dem Motto, alles unter 500 Gramm ist Carpaccio, dass mich mir dadurch Gichtanfälle eingehandelt hatte, die dazu führten, dass ich das Bremspedal nicht richtig durchgetreten habe. Das ist aber bei Herrn Möllers nur in dieser Fernsehsendung so, ne? Und nicht anders. Ja, wollen wir noch mal ganz klarstellen. Nein, so, sonst meine Frau kann rund bügeln, tailliert nach außen, deswegen zerwirbelt sich das hier vorne so ein bisschen. Wir haben eine Frage, hatten wir eben, die habe ich wahrscheinlich überredet, also ich kann das auch. Das ist die Geschichte mit den Titeln. Ich habe, glaube ich, bis jetzt irgendwie an die 100 Titel selber geschrieben und auch veröffentlicht. Das Repertoire, was jetzt mit auf die Bühne geht, umfasst in etwa 60 Titel, wobei ich auch sehr gerne den einen oder anderen Titel der Kollegen singe, was nun etwas weniger geworden ist nach der Auflösung des Duos Aschermittwoch des letzten Jahres mit Timo Schwarzendahl, der halt sich jetzt deutlich mehr um Beruf und Schule kümmern muss. Das steht jetzt bei ihm an. Aber er macht natürlich als Solist weiter mit deutlich geringerem Zeitaufwand, wie wir das in den wirklich 3 wunderschönen Jahren hatten, die wir da als Vater-Sohn-Duo gemeinsam auf der Bühne waren.
Ich bin aufs Repertoire nochmal zurückgekommen, weil es gibt, glaube ich, auch eine Weihnachtsgeschichte jetzt von Ihnen. Und dann wäre meine Abschlussfrage sozusagen auch, wie geht es jetzt in den Karneval? Also wie geht der Start sozusagen? Der 11.11. steht ja knapp bevor, also sind ja, wir können die Tage schon zählen fast. Und wie geht es sozusagen mit dem Karneval jetzt weiter für Hans-Willy Möllers eine Spitzbuch? Weihnachten ist ein schönes Thema. Vor 3 Jahren habe ich begonnen, mit lieben Freunden zusammen ein kleines Weihnachtskonzert zu machen. Das war ähnlich erfolgreich wie das Thema Crowdfunding. Innerhalb von wenigen Stunden, es war noch kein Plakat gedruckt, da waren die Veranstaltungen ausverkauft. Und dazu muss man allerdings sagen, das haben wir immer sehr klein gehalten, im Balthasar, meinem Wohnzimmer hier auf der Neusser Straße im Agnesviertel. Da hatten wir jeweils 70 Leute da, aber trotzdem jetzt seit 3 Jahren hintereinander jedes Mal direkt ausverkauft zu sein, ist natürlich toll. Dieses Jahr auf Anregung eines lieben Freundes von mir, der sagte, wir haben in Grevenbroich, quasi ja meiner Heimat, der ich seit 1,5 Jahren eigentlich fernbleibe und nur in Köln bin, dort hätten wir eine Kaiseralmhütte. Die könnten wir dir zur Verfügung stellen für ein Weihnachtskonzert. Und das haben wir auch dankend angenommen, weil die Nachfrage halt recht groß war. Jetzt müssen die Leute halt bis nach Grevenbroich kommen, aber auch da läuft der Vorverkauf schon hervorragend. Mehr als die Hälfte der Karten waren auch innerhalb von wenigen Tagen weg, sind aber noch Restkarten da. Wer nach Grevenbroich kommen muss, soll das sehr gerne tun. Wenn wir jetzt eine Vorschau machen auf das, was karnevalistisch noch auf mich zukommt, muss ich einfach sagen, Karneval beginnt bei mir nach Aschermittwoch. Wir kennen keine Pausen oder ich kenne keine Pause. Wir nicht, weil ich in der dritten Person von mir spreche, sondern der Spitzbruch besteht aus einem tollen Team, das hinter mir steht, ob es meine Lebensgefährtin ist oder halt mein Techniker Heiner mit seiner Frau, die den Service im Background macht. Deswegen wir. Es gab Menschen, die haben das falsch verstanden, wenn ich von wir sprach. Ich habe keine Krone auf. Da sieht es einfach so aus, dass wir unterm Jahr eigentlich genauso viel unterwegs sind bei den diversen Festen, die es überall gibt, ob Schützenfest, Straßenfest und, und. Und jetzt im Karneval ist er natürlich nochmal komprimiert in 3 Monaten im Endeffekt dieselbe Anzahl an Auftritten, die wir jetzt unterm Jahr hatten. Ich freue mich tierisch drauf. Ich habe ein neues Kostüm, das noch nicht verraten wird, das ich mir habe anfertigen lassen. Ich habe nur ein bisschen Bedenken, denn vor dieser Eröffnung des Karnevals waren wir jetzt gerade eine Woche lang an der Nordsee und nicht nur die flüssigen Köstlichkeiten der Nordsee, denen habe ich sehr gut zugesprochen, sondern auch dem vielen Fleisch, deswegen auch heute ein etwas weiteres Hemd, dass man das nicht sieht. Und bis zum 4. geht es eigentlich los bei mir, am 4.11. Muss ich noch ein bisschen was dran tun, dass das Kostüm dann auch wieder passt, dann dürfen wir es auch vorstellen. Und ansonsten freuen wir uns unbändig auf das, was da in den Sälen alles passiert. Und ich denke, das Handwerkszeug dafür, das haben wir auf der CD, ergänzt durch ein paar schöne Covernummern, die viele, viele Kollegen von mir ja schon geschrieben haben. Und warum das Rad neu erfinden, wenn doch so viele schöne Sachen schon da sind. Spitzbuf, Hans-Willy Möllers, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Wir zeigen nochmal das Cover mit dem Leihhund. Ja. Minge Möpp, unbedingt merken, ja, unbedingt merken. Und das ist die wir andere. Wir jetzt quasi am 4.11. auch die Musik noch uns an. Das ist zwar das Album, was wir schon Ende 2015, 16 rausgebracht haben. Es ist aber immer noch da. Und ich überlasse euch hier mal 3-3. Was er damit macht. Ich denke mal, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der es noch nicht hat und sich darüber freut, wenn es vielleicht bei euch kostenfrei bekommen kann. Machen wir. Dankeschön, Willy Möllers. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Freue mich, dass ich hier bin. Viel Spaß. Danke. Danke.